Die P&R-Gruppe ist pleite gegangen. Gibt es einen Schadensersatzanspruch? Das sind die Fragen, die sich viele der Käufer der Container stellen. Wie sieht es mit Schadensersatzansprüchen aus? Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, dann schauen Sie sich den Film an, lesen Sie den Bericht dazu. Hallo, ich bin Anne Anwalt Jochen Resch. Thema P&R, mal wieder. Wir haben ja schon diverse Beiträge dazu gemacht, aber ein wichtiger natürlich ist noch zu drehen, und zwar mit der Frage, wer hat einen Schadensersatzanspruch und gegen wen gibt es einen Schadensersatzanspruch? Wir haben aus vielen Fällen, die wir hier im Hause haben, gemerkt, dass natürlich nicht alle über externe Vermittler gekauft haben. Da mag es oft einen ersten Anlass gegeben haben, aber später gab es dann immer wieder Anfragen, Prospekte von Seiten der P&R direkt, dass man noch nachkaufen soll. Und so sind dann viele mal über einen Vermittler eingestiegen, aber haben dann praktisch alleine durch die Werbung der P&R nachgekauft. Da ist es natürlich mit Schadensersatzansprüchen schon etwas schwieriger. Die Frage, wie ursächlich ist die zweite, dritte, vierte Tranche, wenn bei der ersten ein Vermittler dabei gewesen ist. Muss man im Einzelfall prüfen. Da gibt es ein paar Kriterien, die man dann anlegen muss. Es kommt also auf den Einzelfall an. Wenn man direkt über den Vertrieb gekauft hat, muss man schauen. Natürlich ist der Vertrieb eine eigene Gesellschaft gewesen, also da gäbe es Schadensersatzansprüche. Nur die Frage ist, was sind die im Rahmen der Insolvenz noch wert? Vermutlich wenig bis gar nichts. Die nächste Frage, die sich natürlich stellt: Was können noch für Gefahren drohen? Warum wurde denn falsch beraten? Zum Beispiel denke ich, einer wichtigen Punkte ist, dass über die Eigenschaft der Container und die Stellung des Käufers nicht richtig beraten wurde. Zumindest habe ich aus den ganzen Gesprächen nie mitbekommen, dass die Frage der Eigentümerstellung, bin ich wirklich Eigentümer des Containers? Und was bedeutet das, dass diese Frage nie erörtert wurde, auch nur angerissen wurde? Dabei ist das aus meiner Sicht einer der ganz wichtigen Dinge, die wir jetzt natürlich auch im Rahmen der Insolvenz prüfen müssen. Und wurde aufgeklärt darüber, dass, wenn es kein Eigentum ist, es logischerweise auch keine Mieteinnahmen geben kann. Und wenn dem so ist, und wenn es trotzdem natürlich Eigentum ist, was ist denn, wenn die Mieteinnahmen gar nicht echte Mieteinnahmen waren oder nur zum Teil echte Mieteinnahmen waren, wenn quasi ein Teil der real aus den Containern dazu Mieteinnahmen gar nicht ausreichten, um die Ausschüttungen tatsächlich zu finanzieren. Also wo ist die Differenz? Das sind so Fragen, die sich da stellen, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Nämlich könnte es sein, dass in diesem Fall die Scheingewinne wieder zurückgefordert werden, jetzt in der Insolvenz. Andersrum gedacht, wenn es gar keine Eigentumsverhältnisse gibt, also man gar kein Eigentümer eines Containers ist, was waren denn das für Ausschüttungen, die man da bekommen hat, und müssen die wieder zurückgefordert werden, wenn sie nur auf Scheingewinn beruhten? Frage, die ich nicht beantworten kann, aber die sich mit Sicherheit stellen wird, und der Insolvenzverwalter wird ganz gewiss sich diese Gedanken machen und sehen, ob er etwas zurückverlangen kann von den Anlegern. Also es gibt viele Fragen, die ein Anlageberater hätte aufgreifen müssen und diskutieren müssen, denn das sind natürlich ganz spannende Fragen, die jeden Eigentümer interessiert haben oder jeden Käufer interessiert haben. Welche Rechtsstellung habe ich? Und es gehört zu den Aufgaben des Anlageberaters, dass er sich sehr wohl Gedanken macht, wie das ganze Produkt konstruiert ist und ob das, was versprochen wird, auch tatsächlich gehalten werden kann. Also es muss das drin sein, was draufsteht. Das sind die Fragen. Es gibt noch viele andere. Viele können wir noch gar nicht klären, weil sie erst im Insolvenzverfahren geklärt werden. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn Sie Fragen haben, Sie können uns gerne anrufen unter der Telefonnummer 0308 85 9770, und Sie können auch uns gerne einen Fragebogen schicken. Danke.